6 Siege, 3 Knockouts, 4 Unentschieden in 66 Kämpfen. Meine Damen und Herren aus Frankfurt, Deutschland, in Schwarz und Weiß, Michael. So, liebe Kampfsportfreunde, wir sind beim drittletzten Kampf des Abends in der blauen Ecke. Drilon Rama, heute Profidebüt gegen Michael Klempert in der roten Ecke. Klempert, unglaublich erfahrener Mann mit 66 Profikämpfen auf dem Buckel, davon 3 K.O.-Siege, 6 insgesamt gewonnen. Ein Mann aus Frankfurt, hier auch im Frankfurt-T-Shirt eingelaufen. Michael Klempert, der hier stolz seine Wahlheimat repräsentiert. Geboren ist der Mann in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Drilon Rama als Debütant hier, sehr hungrig zu Beginn des Kampfes. Schnappt sich die Ringmitte, legt auch schon mal los. Bisherige Aktionen gingen von ihm aus. In dem jungen Kampf, 30 Sekunden gelaufen, aber... Drilon Rama, der das hier bisher den Ton angibt. Alles steht. Der Drilon Rama, wie man glaube ich unschwer auch im Stream mitbekommen kann. Insgesamt vielleicht an der Stelle nochmal zu erwähnen. Oder zu loben, die heutige Organisation ist eine wunderschöne Halle, wunderschöner VIP-Bereich mit den Galatischen. Bisher doch ganz ordentliche Paarungen. Der hier aber auch immer den Zug zum Kopf findet, sich gar nicht am Körper irgendwie auslassen will. Von Michael Klempert, aber wir sind ja noch in Runde 1. Feuerwerk. Thank you.
Ich meine gerade auf der Tafel die 2 gelesen zu haben. Der Ringsprecher sagte Runde Nummer 3. Wir sind aber logischerweise in Runde Nummer 2 noch. Weil ich bin mir sicher, dass ich heute noch nichts auf den Kopf bekommen habe. Und das dementsprechend mich an jede Runde erinnern sollte. An die Paarung haben wir übrigens noch Umar Zomaev gegen Enes Denadic. Dann legen wir nochmal eine kurze Pause ein. Und dann kommen wir auch schon zum Main Event heute Abend. Aber bis dahin schauen wir den Kampf Brilon Rama gegen Michael Klempert. Die Halle belohnt jede Aktion von Brilon mit lautem Support. Aber Brilon läuft jetzt gerade auch außen rum, aber eine gute Rechte durchgeschoben hier bei Klempert. Nochmal, nochmal. Jetzt hat er die Muster langsam geknackt, wenn Rama weiter so kämpft. Dann sehen wir hier vielleicht schon den zweiten K.O. des Abends. Klempert, wo sein Können ein bisschen zum Besten gibt. Jetzt aber wieder hier Brilon Rama. Brilon Rama, der doch besser durchkommt auf jeden Fall. Harte Schläge hier von Brilon Rama bei seinem Profibox-Debüt heute in Stuttgart in der Scharina. Letzte 10 Sekunden, zweite Runde. Aber wir gehen nochmal in die dritte Runde rein. Und schauen mal, was uns da erwartet. Angeben. Ich glaube, da sind wir uns einig, das tut Brilon Rama bereits. Der hier, wenn nichts Unverhofftes passiert, sein Profidebüt wohl siegreich beenden wird. In der Scharena in Stuttgart. Die ist normalerweise der MTV Stuttgart heimisch. Profi-Volleyballmannschaft von Stuttgart.
Halle befindet sich in der Mercedes-Benz Arena, dem Heimatstadion vom VfB Stuttgart. Dementsprechend schon sehr prominentes Sportgelände hier. Um die Ecke ist der Olympiastützpunkt Stuttgart. Und da passt doch so ein hochklassiger Boxabend perfekt in die Szenerie. Der Brilon, der jetzt hier schon gut auch Schaden angerichtet hat. Michael, der pumpt, glaube ich, auch schon ein bisschen intensiver in Bezug auf die Luft, auf die Ausdauer. Aber auch Drilon hat unter seinem rechten Auge auch schon Spuren der Paarung. Hier sieht Michael noch ein bisschen ungezeichneter aus, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Eine gute linker Haken zum Kopf von Michael Klempert. Zum Kopf von Michael Klempert, guter linker Haken. Also Drilon Rama, der jetzt hier dann doch nochmal Ende Runde 3 nochmal richtig Gas gibt. Letzte 10 Sekunden. Da haben wir Runde 3 auch geschafft. Seht jetzt die Slow-Mos nicht, aber was hier mal außen bejubelt wird, ist das Ringgirl mit den Tafeln für die folgende Runde. Jetzt kommen wir in Runde Nummer 4. Letzte Runde, die Jungs geben sich nochmal die Handschuhe. Und Drilon läuft direkt schon mal zu seiner Ringmitte. Zu Beginn des Kampfes. Die Klempert jetzt dann ihm aber doch auch abgenommen hat. Drilon findet schon immer wieder die Lücke, aber genau oder meist ist genau in diesen Schlägen nicht die Energie drin, in den Schlägen, die er in die Decken ballert. Der Michael Klempert, ich habe es in der dritten Runde gesagt, hat vielleicht ein bisschen konditionell gerade mehr zu arbeiten, macht es dafür aber ganz schlau, stellt sich einfach in die Mitte und schickt hier Drilon Rama außen rum und spart sich die Meter. Denke sich, lass mal den jungen Hüpfer hier außen rum laufen. Er soll sich die Kondition mal hier aufbrauchen. Aber Rama auf den Händen dafür effizienter. Er nimmt die Meter mit, aber feuert dafür auch die besseren, saubereren Aktionen ab. Irgendwas ist gerade hier jetzt. Ah, der Mundschutz ist rausgefallen. Von Drilon Rama. Kann es wieder weitergehen.
Hammer jetzt hier nochmal mit einer guten Aktion. Feuert jetzt hier nochmal eine gute Kombo ab. Hinteren Oberarm von Klempert sieht man den DFB-Pokal, den die Frankfurter leider gegen Red Bull Leipzig verloren haben in diesem Jahr. So, jetzt geht's weiter, wir dürfen noch so eine Minute auf der Uhr haben. Ja, jetzt trifft er auch nochmal gut zum Kopf. Aber Klempert weigert sich runterzugehen. K.O. gibt er das Ding auf gar keinen Fall her. Aber Rammer versucht es nochmal, sein Debüt hier zu krönen. Mit einem K.O. Aber schaffen tut er es nicht. Aber ich denke, über die Punkte hat es auf jeden Fall gereicht, die für Drülem Rammer sein Debüt-Sieg gekrönt hat er sich leider nicht mit dem K.O. Hat Michael Klempert ihm aber jetzt auch nicht leicht gemacht. Gute Treffer zum Kopf von Klempert hingeballert. Michael Klempert gar nicht beeindruckt. Stehen geblieben. Nicht mal angenockt gewesen oder so über den ganzen Kampf nicht. Sollte das Ding aber über die Punkte schon in der blauen Ecke Drülem Rammer und seinem Team landen. Aber in der blauen Ecke, mein Lieber. Aber Drülem Rammer, da bin ich dabei. Dann kommen wir zur nächsten Paarung. Umar Zomaev gegen Mirnes Benbic.